Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Alfred Krupp, die Stahlindustrie. Zum Prolog, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden, für uns aber wichtig sind. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht. Eine ausführliche Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Alfred Krupp und die Entwicklung der Stahlindustrie. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Alfred Krupp und die Stahlindustrie. Zunächst zur Biografie. Alfred, eigentlich Alfried Felix Alwin Krupp, wurde am 26. April 1812 in Essen geboren und starb am 14. Juli 1887 ebenfalls in Essen mit 75 Jahren. Alfred Krupp war ein deutscher Unternehmer und Erfinder und machte die vom Vater übernommene Gussstahlfabrik in Essen zum größten Unternehmen Europas und zum größten Waffenproduzenten der Zeit. Alfried Krupp war der älteste Sohn von Friedrich Krupp, 1787 bis 1826, und seiner Frau Theresia Helene Johanna, geborene Wilhelmi, 1790 bis 1850. Die Vorfahren der Krupps waren Essener Ratsherren und angesehene Kaufleute. Vor langer Zeit wanderten ihre Vorfahren aus Holland ein. Alfrieds Vater hatte 1812 eine Walkmühle, hier im Bild, also eine Walkmühle, eine Mühle, die ursprünglich zur Bearbeitung von Stoffen genutzt wurde, nördlich von Essen erworben und daraus eine Gussstahlfabrik mit wassergetriebenem Hammerwerk gebildet. So muss man sich das vorstellen, die Anfänge mit dem Hammerwerk in der Fabrik der Familie Krupp in Essen. Hier ein sehr urtümlicher, wassergetriebener Schwanzhammer in Schweden in der Demonstration. Die wirtschaftliche Lage war problematisch. Friedrich Krupp fand erst nach langen Versuchen die geeigneten Stahlzusammensetzungen und musste sich hoch verschulden. Die Familie musste sogar das Geburtshaus, hier im Bild, 1824 verpfänden. Die Familie zog daher in das neu gebaute Aufseherhaus der Fabrik, hier im Bild, das später zum Stammhaus Krupp erklärt wurde. Sein Vater starb 1826 an einem Lungenödem, als Alfred Krupp erst 14 Jahre alt war. Friedrich Krupp hatte Alfred noch in die Gussstahlherstellung eingeweiht. Die Firma ging nicht pleite. Die Mutter führte zusammen mit der Schwester ihres verstorbenen Mannes die Firma weiter. Alfred brach das Gymnasium ab und übernahm die Leitung des Unternehmens mit damals 7, später dann 11 Mitarbeitern und 10.000 Talern Schulden. Ab 1830 besserte sich die Situation durch die Entwicklung des Eisenbahnwesens in Deutschland und Europa und durch die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834. Krupp konnte die begehrten Walzen, Schienen sowie Achsen aus Gussstahl herstellen und liefern. 1838 meldete Alfred Krupp ein wichtiges Patent für eine Löffelwalze aus Gussstahl an, zur Herstellung von Löffeln und Gabeln. Alfred Krupp reiste durch ganz Europa, um Kunden anzuwerben. Vor der ersten Englandreise 1838 änderte er seinen Namen in Alfred. Das Unternehmen expandierte, war jedoch immer noch sehr kapitalschwach. Im österreichischen Berndorf gründete er 1843 die Berndorfer Metallwarenfabrik, hier im Bild, die berühmt wurde für ihre Alpaka-Silberwaren.
Alfreds Bruder Hermann, 1814 bis 1879, wurde dort heimisch und entwickelte die österreichischen Werke erfolgreich weiter. Zur Erläuterung: Alpaka oder Neusilber ist eine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung von hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Neusilber wird auch heute noch viel genutzt für Essbestecke, Schmuck, Elektrotechnik und Medizingeräte. Die Tafelbestecke aus Neusilber waren für Jahrzehnte der Erfolgsschlager der Metallwerke in Berndorf. Selbst Kaiserin Sissi kaufte hier ein. Die Herstellung von Waffen begann spät und zunächst als Hobby. Nach langen Versuchen schmiedete Alfred Krupp 1843 den ersten Gewehrlauf. Schusswaffen aus Stahl wurden damals von den Militärs abgelehnt, die lieber auf die bekannte Bronze vertrauten. 1847 wurde die erste Kruppsche Gussstahlkanone dem preußischen Kriegsministerium übergeben. Sie verschwand jedoch ungetestet sofort im Arsenal. Nach vielen Versuchen wurden die Waffen verbessert und 1860 verkaufte Krupp die ersten Hinterlader Gussstahlkanonen an Preußen. Er lieferte an alle europäischen Großmächte außer an Frankreich. 1848 wurde Alfred Krupp Alleineigentümer der Essener Gussstahlfabrik. Der wirtschaftliche Durchbruch kam 1852 mit Krupps Erfindung des nahtlosen Radreifens. Das bedeutet, ein längliches Stück Stahl wird mittig gespalten, ringförmig auseinandergetrieben, gestreckt und gewalzt. So werden die früheren bruchanfälligen Schweißnähte vermieden. Diese Radreifen, hier im Bild bei der Montage auf den Radkörper durch Erhitzen und Abkühlen, wurden von den Eisenbahngesellschaften in Europa und dann auch in den USA massenhaft angefordert. Krupp konnte ab 1852 bis zu 1000 Arbeiter einstellen und für Jahrzehnte waren die Radreifen das Kernprodukt. Das Firmenzeichen des ThyssenKrupp-Konzerns zeigt heute noch drei aufeinanderliegende Radreifen. In den 1880er Jahren verlor Alfred Krupp den amerikanischen Markt mit den erfolgreichen Radreifen an die dortige Stahlindustrie. Dadurch konzentrierte er sich auf Rüstungsprodukte und deren Entwicklung. Seine beiden größten europäischen Konkurrenten handelten ebenso, der Franzose Henri Schneider und der Engländer William Armstrong. Hier im Bild ein paar Kanonenrohre aus der sogenannten Büchsenwerkstatt aus etwas späterer Zeit in der Firma Krupp. 1861 entwickelte Krupp mit 50 Tonnen den größten Schmiededampfhammer der Welt. Mit dem Dreikant wird die Führung für das Setzeisen geschlagen. Mit diesem wird dann der Trägerkörper je nach Auftrag in die entsprechenden Stücke getrennt. Dieses Monstrum wurde auch noch liebevoll Fritz genannt. Hier im Video zu sehen ist ein viel kleinerer, moderner Maschinenhammer bei der Stahlbearbeitung. Die Firma Krupp wuchs, hier ein Bild aus dem Jahre 1852. Die Massenproduktion an Stahl wurde durch Neuerungen gesteigert. Alfred Krupp kaufte das Bessemer-Verfahren für Gussstahl aus England auf und kombinierte es mit dem Siemens-Martin-Verfahren für die Aufbereitung von Roheisen zu Stahl. Im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 zeigte sich die Überlegenheit der Gussstahlgeschütze gegenüber den dänischen Bronzekanonen. Hier ein frühes Foto der Fabrik aus diesem Jahr. Auch im folgenden Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 bedeuteten die Kanonen von Krupp einen großen Vorteil. Gegenüber den französischen Bronzekanonen besaßen die preußischen Stahlkanonen die doppelte Reichweite und eine höhere Schussfrequenz. Hier ein dazu passendes Bild aus wesentlich späterer Zeit. In den Gründerjahren des geeinten deutschen Staates ohne innere Zoll- und Handelsschranken verdoppelte sich die Produktion der Schwerindustrie
und die Firma Krupp wurde das größte Industrieunternehmen Europas. Hier ein Bild der Firma aus dieser Zeit, jetzt schon eher als Industrielandschaft anzusehen. Essen wuchs um zehntausende Einwohner an. 1873 gab es noch einmal finanzielle Probleme im sogenannten Gründerkrach, die jedoch über einen Kredit behoben werden konnten. 1861 gründete Alfred Krupp eine Abteilung für Fotografie und legte damit den Grundstein für eine der größten Fotosammlungen weltweit. Diese Sammlung wird im historischen Archiv der Alfred Krupp Stiftung fortgeführt. Von 1870 bis 1873 wurde die Villa Hügel hier im Bild als Stammschloss der Familie Krupp in Essen gebaut, mit modernster technischer Inneneinrichtung inklusive Heizung und Speiseaufzügen. 1853 heiratete Alfred Krupp die 20 Jahre jüngere Bertha, geborene Eichhof, 1831 bis 1888. Sie hatten den Sohn Friedrich Alfred, 1854 bis 1902, alle hier im Familienbild zu sehen. Der Sohn war in der Jugend schwach und kränklich. Bertha verbrachte viel Zeit mit ihm in Italien, wegen der von der Industrie, man denke an das Kruppwerk, verursachten Luftverschmutzung in Essen. Man vermutet, dass die Ehe nicht sehr glücklich war. Es bestanden Meinungsverschiedenheiten über die Ausbildung des Sohnes und Alfred Krupp investierte viel Kraft und Zeit in der Firma, was von der Familie abging. Das Verhältnis von Alfred Krupp zu seinen Arbeitern war freundlich, jedoch streng und patriarchalisch geprägt. Er versorgte seine Kruppianer mit umfangreichen Sozialleistungen wie verbilligtem Wohnraum, zum Beispiel bis 1905 Bau von 400 Häusern in Essen, hier ein Bild von einer ersten Werkssiedlung. Er versorgte sie mit Unfall- und Invalidenschutz sowie einer Krankenversicherung und zum ersten Mal in Deutschland mit einer betrieblichen Altersversorgung. Die Firma richtete vorbildliche handwerkliche Ausbildungsschulen ein. Gleichzeitig kämpfte Krupp gegen die Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP und entließ Arbeiter, die in dieser Partei waren. Otto von Bismarck orientierte sich später mit seiner Sozialgesetzgebung an dem sogenannten Kruppschen Generalregulativ. Zu seiner Persönlichkeit. Alfred Krupp war ein unermüdlicher Arbeiter. Andererseits aber auch ein Hypochonder, der manchmal wochenlang das Bett nicht verließ und unter Depressionen litt. Sein Leibarzt Moses Hirschland betreute ihn. Unternehmerisch war Krupp von sich sehr überzeugt und empfing mit diesem Selbstbewusstsein auf der Villa Hügel Könige und Kaiser als Kunden. 1865 lehnte er den vom preußischen König angebotenen Adelstitel ab mit den berühmt gewordenen Worten: „Ich heiße Krupp und das genügt." 1873 formulierte Alfred Krupp als Leitgedanke für eine protestantische Arbeitsethik: „Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein. Dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet." Krupp hatte großen Mitteilungsbedarf. Er verfasste tausende Briefe an Privatpersonen und viele Memoranden. Am 14. Juli 1887 starb Alfred Krupp in Essen mit 75 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Grab wurde mit einem großen Marmordenkmal geschmückt, hier im Bild. Sein Sohn Friedrich Alfred Krupp, 1854 bis 1902, erbte die Firma mit jetzt 75.000 Beschäftigten, davon 20.000 in Essen, und expandierte weiter. Alfred Krupp nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Gusseisen ist ein Werkstoff aus Eisen, hier im Bild, mit einem hohen Kohlenstoffgehalt über 2%. Dadurch weist Gusseisen eine gute Gießbarkeit auf und einen niedrigeren Schmelzpunkt von etwa 1150 Grad. Es lässt sich nicht durch Schmieden bearbeiten, da es durch den hohen Kohlenstoffanteil hart, spröde und brüchig ist. Gussstahl, hier im Bild,
ist ein Eisenwerkstoff mit einem niedrigen Kohlenstoffgehalt unter 2%, also eine Eisenkohlenstofflegierung. Er lässt sich schlecht gießen, Stahl kann aber durch Walzen, Schmieden, Fräsen und Schweißen, warm und kalt, gut verarbeitet werden. Der Schmelzpunkt von Stahl liegt mit 1600 Grad deutlich höher als der von Gusseisen. Stahl hat zwar bei der Primärerzeugung einen hohen Energiebedarf. Stahl ist aber unbegrenzt wiederverwertbar und besitzt mit 70% die beste Recyclingquote aller Industriewerkstoffe. Der Hauptbestandteil Eisen ist für die Umwelt nicht giftig. Zur Verarbeitung von Roheisen zu Stahl erfand Henry Bessemer, ein englischer Ingenieur und Erfinder 1813 bis 1898, die Bessemer-Birne mit dem Einblasen von Luft durch Düsen in die Brennkammer, hier im Bild. Hierdurch wurden die unerwünschten Bestandteile oxidiert, also verbrannt, und eine höhere Temperatur gehalten. Noch bessere Stähle lieferten später die bekannten Gebrüder Siemens und der Franzose Pierre Martin, ein französischer Hüttentechniker 1824 bis 1915, mit einem Verfahren, bei dem heiße Luft und Gas in die Schmelzöfen eingeblasen wurde. Auch dabei wurde die Schmelzmasse durch das sogenannte Frischen verbessert, das bedeutet durch Zufuhr von Sauerstoff der Gehalt an Kohlenstoff und anderen unerwünschten Beimengungen vermindert, wie zum Beispiel auch von Schwefel. Auf der anderen Seite aber gibt es auch erwünschte Legierungen mit Beimengungen von Chrom, Nickel, Molybden, Vanadium, Wolfram und anderen, die dem Stahl vorteilhafte Eigenschaften für Festigkeit und Formbarkeit geben. Durch den Zusatz von Chrom zum Beispiel mit mehr als 10,5% kann nicht rostender Stahl erzeugt werden. Nirosta, ein patentierter Name der Firma Krupp von 1912 hier im Bild, oder Stainless Steel oder Chromargan von WMF oder VA Stahl. Nach vielen Wechselfällen und zwei großen Kriegen, an denen die Krupp AG mit ihren Stahlwaffen auch wesentlich beteiligt war, resultierte 1945 die teilweise Zerstörung der Werke, hier ein Luftbild dazu, und die vorübergehende Enteignung. Im Zweiten Weltkrieg machte sich die Leitung des Unternehmens nach anfänglicher Zurückhaltung gegenüber dem Regime schuldig durch den Einsatz von vielen Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. Seit 1943 war Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, 1907 bis 1967, alleiniger Eigentümer der Werke. Er selbst und 11 leitende Direktoren der Krupp-Werke wurden in Nürnberg 1948 deswegen auch verurteilt, hier im Bild, zumeist aber 1952 wieder entlassen. Das Vermögen von Alfred Krupp von Bohlen und Halbach wurde 1948 eingezogen, jedoch 1953 unter Auflagen wieder erstattet. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach begann sofort nach seiner Freilassung, zusammen mit dem Generalbevollmächtigten Berthold Beitz 1913 bis 2013, den sehr erfolgreichen Wiederaufbau der Firma Krupp, nunmehr ausschließlich mit zivilen Produkten aus Stahl. Hier im Bild die Herstellung von Elektrolokomotiven. 1999 entstand aus der Fusion der Friedrich Krupp AG und der Thyssen AG der gemeinsame große Weltkonzern ThyssenKrupp mit damals 160.000 Mitarbeitern, heute nur noch 100.000. Aktuell kommen die schwersten Herausforderungen aus China durch die dortige staatlich subventionierte Überproduktion an billigem Stahl und durch die Verteuerung der Kosten für erneuerbare Energien zur Transformation unserer Wirtschaft. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich, wie Alfred Krupp, tatkräftig und beharrlich gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.